Ist wieder Mockersternchen. Ich habe mal wieder einen Abnehmversuch gestartet, da ich jetzt 121 Kilo knapp hatte. Das ist jetzt zu viel, so viel hätte ich noch nie. Das will ich auch runter haben. So erstmal wieder 110 runter zu bekommen, das ist mein erstes Ziel. Aber ich schau mal, wie viel ich jetzt in einem Monat schaffe. Angefangen hatte ich jetzt am 9.1. Also hier, da habe ich gesehen, dass ich 120,7 hatte, das war ein Dienstag. Da habe ich dann schon angefangen, Look Up zu essen, abends nur. Ja, und der offizielle Beginn ist jetzt am Sonntag gewesen, 14.1. Heute ist Montag, also gestern habe ich jetzt offiziell damit angefangen. Bis dahin habe ich schon nur noch 119 Kilo gehabt. Da habe ich schon mal 1,7 Kilo abgenommen, von Dienstag bis Sonntag. Da habe ich mich auch jetzt gemessen. Mein Bauch, meine Beine, meine Hüfte und Arme, links, rechts jeweils alles. Beine und Arme. Ja. Und ich werde Mittwoch und Freitag zu sich schwimmen gehen. Darauf die Woche auch. Danach die Woche einmal und darauf nochmal die Woche, letzte Woche. Auch nochmal zweimal. Und zusätzlich werde ich noch versuchen, Muskelaufbautraining einzusetzen. Das wollte ich heute machen, aber habe ich jetzt nicht geschafft. Ja, also ich werde normal essen morgens und mittags. Morgens 2 bis 3 Brote. Und mittags, ja. Also ich habe jetzt mittags gegessen die letzten beiden Tage. Das waren Schnitzel aus Putenfleisch. Im Backofen gemacht hier mit, also das nennt sich Zwiebel-Sahne-Schnitzel. Mit Spätzle, das habe ich gegessen. Das kann man sich selber machen oder man nimmt Tütchen. Ich habe jetzt Tütchen genommen von Maggi. Also nicht so gut, da ist viel Kohlenhydrate und Zucker und Scheiß dadurch halt drin. Ja, aber ich habe trotzdem abgenommen. Abends habe ich dann, und vor dem offiziellen Beginn hatte ich diese kleinen Mini-Würstchen gegessen da. Diese Mini-Cabanossi-Salami-Dinger da. In den Paketen. Und Käse dazu. Ja, und gestern und jetzt gerade auch habe ich jetzt abends Tomate Mozzarella gegessen. Die Bilder von gestern und heute werde ich noch einfügen. Und die Bilder von meinem Bauch, die ich fotografiert hatte am Sonntag, werdet ihr jetzt auch noch sehen. So, ja. Mein nächster Wiegetag, also wiegen werde ich mich öfters, aber niederschreiben werde ich es nur einmal eine Woche, jeden Sonntag. Nächstes Mal ist es am 21.01. der Sonntag. Und da werde ich mich auch wieder vermessen und gucken, wie viel ich da schon abgenommen habe. Also heute zum Beispiel ist ja Montag, da hatte ich jetzt schon 118,3, also insgesamt schon 2,4 Kilo abgenommen. Im Vergleich zu dem Dienstag da. So, und es ist eine Woche rum morgen. Also habe ich jetzt in einer Woche ungefähr 2,5 Kilo abgenommen. Mal schauen, wie es jetzt weiter macht hier. Bis zum Ende des ersten Monats. Das ist der 11.2. Also ein Tag vor Rosenmontag. Da ist dann der erste Monat zu Ende. Aber ich wollte dann wahrscheinlich einen zweiten Monat starten, weil ich muss auch mal ein paar mehr Kilos abnehmen. Ne? Bei 110 oder 100 soll ja nicht Stopp sein, sondern ich will eigentlich mal 65 Kilo erreichen. Das will ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang wieder versuche. Das hatte ich zuletzt mit 15 Jahren, also schon 12 Jahre her. Ja. Ja, abends halt nur Low Carb und morgens und mittags halt normales Essen. Ja. Ich werde versuchen, in der Woche ein paar Videoausschnitte und Fotos zu machen, die ich dann ins nächste Video mit einbinden werde. Zum Beispiel, wie ich zum Schwimmbad fahre oder essen. Zum Beispiel, jetzt gleich seht ihr das Essen von den letzten beiden Tagen. Also zumindest das Low-Carb-Essen, das andere jetzt nicht, was ich mittags und morgens hatte. Aber halt mal zweimal Tomate Mozzarella. Nichts Spektakuläres. Einfach mal zwei Mozzarella und zwei Tomaten geschnitten. Darauf Tomate Mozzarella Salz und dann Balsamico Essig und Olivenöl gemischt und das dann mit
gefrorenen Basilikum hatte ich gehabt, zusammen und dann etwas darüber träufeln. Habe ich es zum zweiten Mal gegessen, also morgen werde ich das nicht nochmal essen, sonst ist das zu viel hintereinander. Morgen werde ich vielleicht, weiß ich noch nicht, Eiersalat essen oder wieder diese Mini-Wurst mit Käse oder Fisch oder was. Ja, davor habe ich nämlich schon einen Fisch gegessen. Ich habe mir dreimal Forellen gekocht, so habe ich jetzt noch. Dann habe ich noch Matjes Filet, aber das esse ich wohl eher mittags, wenig Kartoffeln, außer ich esse meinen Tapenade, den ich da gestern aus Erde geholt habe. Mal gucken. Ich werde berichten, ihr werdet nächste Woche das nächste Video sehen und werdet sehen, wie ich mich entschieden habe. So, dann bis zum 21.